Frag mich, ob das so billig ist, dass sie sich das leisten können oder ob das. Oh, das sieht aus wie ein altes hier. Apple PowerBook. Ah, französische Steckdosen, oder? Müssten französische Steckdosen sein. Ekelhaft. Diese handgezeichneten Animationen oder? Sind fantastisch. Warte mal, das ist Montreal. Ich frag mich, ob die wirklich so diese Zentrale wirklich so aussieht. Kann sein, dass sie wirklich so sind und ihre eigene Zentrale nachbauen. Wer weiß. Na? Jetzt kann ich auch irgendwo auf Level 2 zugreifen. Hm? Genau, hier. Zack. Also schon ein schönes Büro, muss man sagen. Kann man... Spalter. Okay, das bedeutet, ich muss den außen drauf bringen. So. So. Und du musst einen nach unten. Repariert. Es ist 4.26 Uhr, 13. Dezember 212. Debriefing der Kairo-Operation des Sigma-Teams. Debriefing geleitet von Abstergo-Psychiater Stibor Hashek, Stufe 7. Und Director of Operations Letitia England, Stufe 9. Geben Sie Ihren Namen und Rang an. Joani Otzo-Berg, Dienstnummer OP114856B, Meistertempler. Wie bewerten Sie das Ergebnis der Kairo-Mission, Master Berg? Ich würde sie als vollen Erfolg bezeichnen. Das neue Sigma-Team war hervorragend. Das geht ein bisschen weit, oder nicht? Das erste Ziel, William Miles, wurde gefasst und das Artefakt der ersten Zivilisation geborgen. Beide wurden Warren Wittig ohne Zwischenfall übergeben. Darf ich fragen, wie Sie die Mission bewerten? Die Ergebnisse sind gut, aber nicht die Methoden, die Sie gewählt haben. Verstehe. Darf ich fragen, warum? Sie sind abgewichen. Sie sollten das Ziel eigentlich am Flughafen ergreifen, nicht im Museum. Als das Ziel aus dem Flugzeug stieg, spielte er den Fremdenführer für eine Gruppe von Schülern auf Klassenfahrt. Ein Mitglied des Sigma-Teams informierte uns, dass Sie die Mission abgebrochen haben. Das will ich nicht leugnen, aber sagen Sie, wer hat geredet? Das kann ich nicht verraten. Egal. Ich finde ihn schon allein. Zurück zur Sache. Das Ziel war sehr clever, aber auch sehr nachlässig. Inwiefern? Das Ziel verfügte über moderne Überwachungsabwehrtechniken, konnte sie aber nicht ordentlich implementieren. Das Ziel war ein Assassine und das schon von Geburt an. Das weiß ich. Dennoch, er war schon Jahre keine aktive Einsatzkraft mehr. Er muss sehr verzweifelt gewesen sein. Denn heute ist er eher ein Redner, ein Puppenspieler. Und was sind Sie? Ein Raubtier. Ein Raubtier, das die Ordnung wegen ein paar Schulmädchen herausfordert. Ich halte mich eher für jemanden, der sich die günstigste Zeit zum Zuschlagen aussuchen kann. Letztes Mal hielt ich mich in Florenz genau an die Befehle. Das endete für niemanden gut. War es das? Oder haben Sie die Studenten an Ihre Tochter erinnert? Ich trenne Arbeit und Privatleben. Vollständig. Die Genesung Ihrer Tochter ist bemerkenswert. Ich hoffe, sie macht weiter Fortschritte. Bitte nicht. Bitte wie, meinen Sie? Ich finde Ihren Versuch, mein Kind zu bedrohen, vulgär und unnötig. Und warum? Abstergos Pharmazeutika haben meinem Kind ein Leben ohne Schmerzen ermöglicht. Und ich habe endlich eine Berufung in meinem Leben gefunden. Und dafür erwarten wir Gehorsam. Dafür haben Sie meine Loyalität. Die Beteiligung von Kindern in Ägypten hat die ursprüngliche Mission gefährdet. Mehr nicht. Wir haben bereits einen Meistertempler, den wir kaum kontrollieren. Ich will keine zwei Unsicherheitsfaktoren da draußen haben. Bei allem nötigen Respekt für Master Cross, auch wenn er begabt ist, ist er mental gestört.
Darum geht es gar nicht. Aber nach ihrem Fehlschlag in Florenz mussten wir sie unbedingt im Auge behalten. Ich habe alle Missionsziele erreicht, ohne Blutvergießen. Also lautet meine einzige Frage, erhalte ich den Befehl über das Sigma-Team oder nicht? Also die Ergebnisse waren tadellos. Dann halte ich dieses Meeting für beendet. Ich erbitte die Erlaubnis zu gehen. Haben Sie noch etwas Wichtigeres zu tun? Ich werde herausfinden, wer aus meinem Team mit Ihnen geredet hat. Ich dulde keine Insubordination. Ich denke, wir sind fertig. Debriefing endet um 4:34. Transkript geht an Alan Rickin zur Sicherheitsüberprüfung. Okay. Das klang heftig. B. Was ist denn das? Reflektor? Zack. So. Gut, das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist den nach darstellen. Nein. Und den nach darstellen. Angesichts der Natur der derzeitigen Untersuchung habe ich nach anderen Assassinen gesucht, die ungewollt der Templersache dienten. Der erste ist Clay Kaczmarek, der Warren Widdicks Animus-Projekt in Rom infiltriert hat. Er wurde Subjekt 16 des Projekts. Kaczmareks reiche Ahnen halfen Widdick, den Renaissance-Assassinen Ezio Auditore als interessante Person zu identifizieren. Eine Überbelastung durch den Animus trieb ihn in den Wahnsinn, er beging Selbstmord. Allerdings, Kaczmarek ist möglicherweise noch einmal nützlich geworden. Im Animus kam Subjekt 16 in Kontakt mit dem ersten Zivilisationwesen Juno. Vielleicht kann uns die Untersuchung seiner bizarren Animus-Erlebnisse helfen, einen Weg zu finden, die drohende Gefahr durch Juno abzuwenden. Nach dem Verschwinden von Subjekt 16 brauchte Widdick einen Ersatz. Desmond Miles, ein entlaufener Assassine, wurde im September 2012 geschnappt und als Animus Subjekt 17 verwendet, auf der Suche nach einem Edenapfel. Es gelang ihm zu entkommen und eine drohende Gefahr für den Planeten zu enthüllen. Eine Sonneneruption ähnlich jener, die die Vorläuferrasse vor 75.000 Jahren ausgelöscht hatte. Desmond Miles reaktivierte auch einen Tempel der ersten Zivilisation in New York und benutzte ihn zur Rettung der Welt. Aber es kostete ihn das Leben. Abstergo barg seine Leiche. Als Toter wurde Desmond Miles Probe 17 und seine wertvollen genetischen Daten wurden in die Cloud-Server geladen, um allen Teilen von Abstergo zu dienen. Ob sie nun leben oder tot sind, wir müssen weiter Wege finden, Assassinen für uns arbeiten zu lassen. Gut. Dieses 75.000 Jahre, das ist übrigens auch genau die Zeit, die die Sonnenachse braucht oder das Magnetfeld braucht, um sich zu drehen. Es dreht sich alle 75.000 Jahre. Na? Oh. Freundschaft. Connor. Was für eine Schweinerei. Hier gehen wir wieder raus. Gut. Das Ding haben wir komplett gemacht. Jetzt weiter. Wo haben wir den noch? Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, ist ja gut. Hier haben wir nichts mehr. So. Ich langweile mich zu Tode. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Ja, das hast du uns schon mal gesagt. So, ja. Ach, Helix.
Helix kommt mir bekannt. Helix war diese neue Animus-Technik von Abstergo und zwar für die Videospiele-Sache da. Ich brauche noch mehr Oculi. Eine Seuche ist das. Was haben wir denn hier? Ich möchte Fortsetzung. Ja. Außerdem können wir die Befragung dann auch einkaufen. Okay. Gut. Nee, hier waren wir auch schon. Warte mal. Ja, hier waren wir komplett schon drin. Gut. Dann war's das. Ja, hier waren wir auch schon drin. Gut, dann gehen wir zurück zu unserem lieben Templar. Zeug da. Wundern wieder alle unsere schönen Figuren. Ich meine, nee, das ist nicht Evelyn. Aber das hier unten, das ist der, ich meine, das ist der Weise. Das ist der Weise aus Black Flag. Das ist halt Kenway. Und das war's. Das ist auch, glaube ich, aus Black Flag. Würde ich sagen. Naja. Arbeiten wir weiter. Shit, was ist passiert? Noch eine Störung? Dasselbe wie zuvor. Shay ist in Notre Dame. Versuchen Sie, die Erinnerung zu vervollständigen. Was? Warte mal, Notre Dame? War das diese späte Erinnerung? Ich hab's. Shay ist in Paris, okay? Hab sogar ein Datum. 1776. Zu diesem Zeitpunkt war Franklin amerikanischer Botschafter in Paris. Ladies and Gentlemen, Mr. Otto Berg, Profikiller und Amateurhistoriker. Franklin auswendig machen. Gut. Weiß ja, wie man das macht. Man geht auf einen hohen. Ach, guck mal, da ist. Avertier, was wollt ihr? Ich will keinen Ärger mit euch. Du unkultiviertes Schwein. Hättest deinen Urwald nicht verlassen sollen. Ouais, retourne à Boston. Philadelphia, eigentlich. Oh, ein Komiker ist da auch noch. Hilfe! Hilfe! Ja. Shay? Seid ihr das? Wie lange ist das her? Ah, wo bleiben meine Manieren? Vielen Dank, mein Freund, danke. Aber was treibt ihr in Paris? Mit allem nötigen Respekt, Sir. Keine Zeit zu reden. Ihr seid immer noch in Gefahr. Ja, ich muss zu meiner Familie. Ja. So, ja. Schön. Nachladen. So, hinterher.
Alles okay. Danke, Shay. Bitte wartet auf mich. Ich muss erst wissen, ob meine Familie sicher ist. Zack, den ersten habe ich. Alle Verbrecher töten, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ja, okay. Ja. Zack, den nächsten. Dann kann ich hier hoch. Ne, muss ich gar nicht mehr. Muss ich den einfach nur noch finden. Verdammt! Ja, dann nochmal ab nach oben. Komm hoch mit dir. Ja, okay, den letzten. Kriege ich den letzten noch? Nee. Sie sind alle. Diese Halunken haben uns verfolgt. Da sind noch mehr. I have a shot. Ready to fire. Gut. Wie habt ihr das gemacht? Was für ein Glück! Ich mache mir mein Glück, Master Franklin. So wie ihr wohl auch. Ja, in der Tat, mein Bester. Tja, ohne euren Beistand heute. Nun, euch gilt mein Dank, Shay. Kann ich irgendetwas für euch tun als Gegenleistung für eure Güte? Ja, das Güte. Könnt ihr. Es geht um einen Geschäftsfreund. Ich hörte, er sei im Château de Versailles in 2 Tagen. Und sie lassen nicht jedermann in den königlichen Palast. Nun gut, mal sehen, was ich tun kann. Wunderschön. Ja, schade. Keine 100%, aber das klappte schon. Mehr können wir jetzt nicht tun. Wir sequenzieren weiter gestörte Erinnerungen, deswegen haben wir Probleme. Was schlagen Sie vor? Wenn wir mit Shays Leben in den Kolonien fortfahren, erhalten wir bessere Ergebnisse aus den Paris-Erinnerungen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Lade jetzt die nächste Erinnerung hoch.